Ja Leute, und willkommen beim neuen Video. Freunde, heute irgendwie alles anders. Fangen wir mal an direkt mit einer Geschichte. Und zwar, heute vor 2 Wochen war ich wie immer ganz entspannt die Kochvideos einkaufen. Das heißt, ich bin von Supermarkt zu Supermarkt zu Supermarkt gefahren und habe alles organisiert, bis ich dann in den letzten Supermarkt reingegangen bin und irgendwie beim Eingang gemerkt habe, dass da irgendwie was nicht stimmt, weil ich so ein kleines Piepsen gehört habe. Und dann sah ich halt eine kleine Maus. Diese kleine Maus lag halt super zerbrechlich, ist wahrscheinlich so 6, 7, 10 Tage alt gewesen, auf dem Boden, und es sind hunderte Menschen dran vorbeigelaufen. Es war einfach eine Maus, die irgendwie am Boden war und kurz zum Sterben war. So kurz zusammengefasst. Irgendwie konnte mein Herz das irgendwie nicht verarbeiten, dass ich jetzt einfach abhaue und diese Maus da liegen lasse, und ich beschloss, mich diese Maus aufzunehmen. So was habe ich noch nie gemacht, aber es gibt immer ein erstes Mal. Und diese kleine Maus taufen wir mit dem Namen Sir Rupert. Wir haben also seit 2 Wochen eine Maus hier. Dementsprechend sind wir mit Sir Rupert dann sofort zum Mäuse-Experten gefahren, und dieser hat uns dann kurz irgendwie mal ein paar Tipps gegeben, was man so alles braucht, um eine Maus großzuziehen, bla 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 bla. Dann, eine Woche später, waren wir beim Tierarzt, um irgendwie alles checken zu lassen, ob es zu Rupert gut geht, ob er irgendwelche Krankheiten hat. Denn, Freunde, man nimmt nicht einfach so eine Maus mit nach Hause, aber auf jeden Fall ist alles top. Und ja, hier ist er. Das ist Sir Rupert. Also eher gesagt, ist das Sir Ruperts Zuhause. Wir haben ihm halt provisorisch einfach alles gekauft, was wir brauchten, damit es ihm hier erstmal in der Team Bro Wohnung gut geht, und füttern ihn seit 2 Wochen mit Kondensmilch. Dementsprechend ist er auch schon was gewachsen, und das ist die Geschichte von Sir Rupert. Aber Freunde, ich meine, wenn Sir Rupert Teil von Team Bro geworden ist, dann können wir nicht Sir Rupert in sowas leben lassen. Der Mäuseexperte meinte, das ist mehr als Platz genug für eine Maus und das reicht alles auch, aber Team Bro macht keine halben Sachen. Wenn Sir Rupert ein offizielles Mitglied ist, dann bekommt er auch die beste, feinste Ausstattung, die es auf dem Markt gibt. Deswegen, Freunde, willkommen bei der ersten Folge. Ein Mäusekäfig, Freunde. Ich weiß, sowas Bescheuertes hat, glaube ich, noch nie jemand gemacht, aber hey, es gibt immer für alles ein erstes Mal. Deswegen würde ich mal sagen, wir versuchen heute Sir Rupert eine richtig, richtig geile Baba-Wohnung zu machen. Wie immer, gehen wir direkt einkaufen. Let's go! So, Freunde, wir sind auf jeden Fall im Aquatop angekommen und schauen mal, ob wir hier was für Sir Rupert finden. Let's go! Ich wollte mir für Sir Rupert Sachen kaufen, aber jetzt wurde ich abgezogen. Riesending. Oh. Da, nice. Kreuzfüttern macht bestimmt voll Spaß. Boah, guck dir mal diesen riesen Fettsack an. Der hat fast alles aufgegessen. Carpador. Sowas brauchen wir. Das wäre fett. Digga, lass mal gucken, was hier der teuerste Fisch ist. 300 Euro für einen Fisch. Der ist aber geil. Der sieht richtig geil aus. Diskus. Rot-Türkis. Freunde, ich glaube, ich habe das perfekte Aquarium gefunden für uns. Das hier brauchen wir. Boah, geil. Das ist heftig. Das hier im Wohnzimmer wäre heftig. Boah, das brauchen wir, Digga. Schwere, das ist Thaddeus Haus einfach. Der wohnt in der Unna. Das ist ganz tief im Aquarium. Mann, so geil, wie die leuchten. So heftig. Der will uns angreifen. Freunde. So müsste Sir Ruperts Wohnung aussehen. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ich glaube, hier finden wir alles, was wir brauchen. Hast du schon Crispy Rock abonniert? Das hier ist einfach eine Stabstrecke. Und sie sieht aus wie ein Stück Holz. Oh, Junge. Okay, das Ding will ich nicht begegnen. Meine Hand zittert allein, wenn ich das Ding sehe. Okay, schnell weiter. Schnell weiter. Diese Mäuse wechseln sich einfach die ganze Zeit abwechselnd ab. Der eine darf 30 Sekunden laufen und der andere auch. Das war jetzt nur 5. Wie geil ist das denn? Und Switch. Die erzeugen Wechselstrom. Das ist echt so. Ja, und die sind eher so Crispy Rock. Oh yeah. 281 Euro später, Sir Rupert kriegt so ein Baba-Haus. Glaub mir, Sir Rupert wird es so gut gehen da drin. Okay, let's go, fahren wir direkt wieder zurück. 1 Stunde Autofahrt hin, 1 Stunde Autofahrt zurück. Das ist alles nur für Sir Rupert. Aber Freunde, Sir Rupert hat auf jeden Fall ein prächtiges Leben bei uns verdient. Weiter geht's! Was für eine Arbeit, ey. Ich kann nicht davon lachen. Das alles nur für Sir Rupert, ey. Yo, Leute, willkommen beim neuen Video. Freunde, heute gibt es meine Top 5 Mäusesnacks. Nein, Spaß. Alles klar, Freunde, auf jeden Fall. Checken wir mal die Crib von Sir Rupert ab. Im Endeffekt, aktuell hat er nur dieses Häuschen. Auf das kann er nach oben hochklettern und hier zur Seite ein bisschen unten rumwühlen. Ja, an sich reicht es, aber das hier, Jimmy, sieht doch viel besser aus, oder? Digga, da würde ich fast einziehen, wa? Safe. Okay, wir haben uns hier auf jeden Fall schon ein paar Gedanken gemacht. Was kann man denn alles
alles machen. Dafür gibt es jetzt schon eine Skizze, wo wir so grob ein bisschen abgemessen haben, wie viel Platz wir eigentlich haben. Und unser aktueller Plan ist auf jeden Fall, dass wir das Ganze hier splitten. Das heißt, ich würde sagen, dass wir einen Berg bauen mit der Treppe hoch zum Berg und zwei Bereiche machen, in denen sich Sir Rupert aufhalten kann. Vielleicht bekommt Sir Rupert ja irgendwann eine Familie. Umso besser, wenn direkt Platz da ist. Also, als allererstes fangen wir mit dem Berg an. Dafür müssen wir erstmal die Mauer richtig platzieren. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall noch genug freie Fläche hier brauchen. Das heißt, hier ist Sir Ruperts Berg und hier bauen wir das Tal. Wir haben Carefresh Ultra gekauft. Geil. Sieht aus, als wären da so Windeln drin oder voll. So. Aber das ist irgendwie sowas Baumwollmäßiges, was eigentlich ganz geil sein, weil wahrscheinlich ist es super flauschig und Sir Rupert kann dort pinkeln und kuscheln. Egal, das will ich mir gar nicht vorstellen wieder. Egal. Okay, auf jeden Fall, das füllen wir einfach mal auf. Ich hoffe, wir haben genug gekauft. Ich glaube schon. Haben wir noch eine Packung? Ja. Nice. Ich wusste, dass wir zwei Packungen haben. Ja, Mann. Kennst du diese Einblendung, die immer unten so bei RTL sind? Ja. Chris Virop, Mäusearchitekt. Doch, das verteil passt. Das erstmal so ein bisschen mit der Hand und nicht, dass es zu viel ist, Mann. Ja, es gibt kein zu viel Carefresh Ultra. Aber guck auch, dass hier keine trockenen Ecken sind. Digga, Paradies. Boah, ich bin so neidisch auf diesen. Ich auch, ich wünschte mir gerade, ich würde mit Sir Rupert für 24 Stunden die Seelen tauschen und könnte in diesem Ding abhängen. Wow. Ich glaube, die Leute können sich noch gar nicht vorstellen, wie geil das wird. Digga, das ist so krank. Das sieht doch geil aus. Das sieht krank aus. Hammer. Ja, aber jetzt mal for real so. Ich meine, guck mal, Sir Rupert ist ja relativ klein. Wie soll der denn von da unten da hochkommen? Sir Rupert kriegt eine exclusive, fresche Leiter. Boah, das ist ja voll die Designertreppe. Ja, Mann, das ist eine richtige. Kann man die auch noch so? Im Apple Store könnte die sein, ja, oder? Oh, Digga, so Apple Store. Digga, das ist Apple Store unter den Mäusekäfigen, ja, Alter. Krass. Das ist halt echt ein Apple Store unter den Mäusekäfigen. Okay, und die kommt auf jeden Fall hier später drauf. Aber die machen wir dann später. Okay. Das hier ist auf jeden Fall mit Carefresh Super Clean befüllt. Packen wir als nächstes hier den anderen Streugraben rein. Ja. Würde ich sagen. Jetzt haben wir Landpartie. Einstreuspäne für alle Kleintiere und Nager. Perfekt. So, Sir Rupert darf natürlich die ganze Zeit beobachten, wie wir sein Häuschen bauen. Auch wenn er gefühlt wahrscheinlich den ganzen Tag da drin pennt. Was soll's. Packen wir das mal rein. Weiß der eigentlich, was sie für ihn tun so? Realisiert der, was für ein Glück der hat? Ich glaube schon. Ich glaube, der ist auch einfach dankbar. Am Ende des dankbar, Tages bekommt er so viel Liebe hier von uns. Ist echt so. Das bekommt jedes Lebewesen auf der Welt zu spüren. Ey, Digga, wenn ich ein Tier wäre, ich würde bei Team Bro leben wollen. Natürlich, jeder würde gerne bei Team Bro leben. Wir machen den geilsten Scheiß auf. Ist auch wieder true, wa? So. Das sieht echt nice aus. Aber guck mal, jetzt hat der Berge, jetzt hat der hier so Flachland. Weißt du, was noch fehlt? Jetzt kommt's. Ich wär's ja mit ein bisschen Strand zum Urlaub machen für Sir Rupert. Aber für den ist das ja so. Ja, die machen sich ja auch im Sand sauber. Deswegen passt das ja perfekt. Perfekt. Aber dann lass das so ein bisschen abtrennen, ne? Ja, oh, ja, nice. Wir haben extra so ein Ding dafür. Das sieht auch killer aus. Voll, cool. Ja, Mann. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr reintun. Das ist so richtig Holiday Edition. Nice. Und hier kann er sich so voll entspannt einfach ein bisschen putzen und so ein bisschen die Sonne genießen, Digga. Safe. Ey, ich bin mit jeder Sekunde neidisch auf Sir Rupert hat jetzt schon drei verschiedene Untergründe. Ja, mega, Mann. Flauschig, normal flauschig, Urlaub flauschig. Okay. Dann kommen wir jetzt zum ersten interessanten Teil. Und das war nicht interessant bisher? Hä, jetzt kommt Step by Step der geile Scheiß. Boah. So, wir haben nämlich zwei Orte, in denen Sir Rupert natürlich seinen Aufenthalt in Team Bro Mini City genießen kann. Und das hier ist sein Ferienhaus. Das Ferienhaus muss natürlich auf dem Berg sein. Deswegen packen wir sein Ferienhaus hier vorne rein. Boah. Tschüss. Sir Rupert hat hier geil. Eine eigene Schaukel, auf der er chillen kann. Dann durch diese Mini-Baumscheiben kann er hochklettern in sein Häuschen rein. Können wir hier aber auch noch erstmal ein bisschen von diesem Stuff drauf tun. Und dann auch nochmal so super flauschig. Das ist so quasi sein Bett, weißt du? Okay, nice. Jetzt, Freunde, das ist ja Sir Ruperts Ferienhaus aktuell. Jetzt schon? Machen wir das jetzt? Ja. Jetzt? Wirklich jetzt? Jetzt. Okay, warte, bleib da, bleib mit der Kamera da, ich komm rein. Wir haben Sir Rupert eine Burg gekauft. What the fuck? Digga, was ist das? Das ist die geilste Burg auf der Welt. Ich schwöre es dir, ich hätte so gern so eine Burg. Eine Treppe. Du kannst da rein, hier Übergang, boom, da rein, boom, hier wieder runter. Hier ist eine Rutsche, Alter. Ja, Mann. Oh. Okay. Wir bauen das jetzt erstmal rein und dann sehen wir uns gleich. Frankie? Bruder. Ich. Wow. Wir fehlen die Worte.
Worte. Mir fehlen echt die Worte. Das ist die Burg jetzt und die Treppe ist jetzt auch da. Ist krass oder krass? Das ist episch. Das ist so krank, oder? Ich will auch an dem Haus sein jetzt. Ich auch, die ganze Zeit. Und dann den ganzen Tag spielen, herumklettern. Wow. Voll. Also, wir haben jetzt die Ferienwohnung von Sir Rupert. Dann die Ferienwohnung. Dann haben wir seine Burg. Jetzt brauchen wir noch etwas Deko. Ich überlege gerade, wo wir was hinpacken. Ich muss mir das immer von vorne angucken, weißt du? Falco, du bist doch auch ein Künstler. Hier ist es ein bisschen zu leer. Das Haus ist so klein und da herum ist so alles leer. Also so hier in die Ecke. Ja, so. Wir könnten, ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine sehr gute Idee. Oh. Wir machen eben quasi einfach komplett so ein Gestrüppwand. Ja. Ah, ist so die das ganze Wand voll machen. Genau. Das käme geil, das käme echt geil. Ja. Das ist richtig geil, so. Macht so Spaß. So. Ich fühle mich wie in so einem Blumenladen. Oh, Sie hätten gerne einen Strauß Rosen? Wo ist die Schere schon wieder hin? Die Schere verschwindet jeden Tag. Freunde, kennt ihr das? Schreibt mal in die Kommentare. Verschwindet bei euch auch die Schere so plötzlich von zu Hause? Bei uns gefühlt wirklich jede 3 Stunden. Was verschwindet bei euch am häufigsten? Voll. Was ist bei uns? Schere verschwindet am häufigsten? Schere? Viele Sachen, muss ich sagen. Was verschwindet auch ständig? Kamera-Akkus verschwinden ständig? Ja. Kamerakus, dein Portemonnaie. Ja, mein Portemonnaie. Dein Autoschlüssel auch. Immer zusammen. So. Okay, gucken wir mal. Nice. So ist schon mal geiler. Jetzt ist es nice. Frankie, ist es fertig? Oh, könnte man sagen. Die Sache ist, bevor wir Sir Rupert jetzt da reintun, gibt es noch eine kleine Sache. Was? Und zwar hat Sir Rupert ja seine Ferienwohnung, seine Burg. Ja. Aber eine Sache fehlt noch. Ich meine, Sir Rupert ist bei Team Bro und Team Bro macht keine Heimsachen. Und Team Bro macht echt oft sehr coole Sachen. Ne? Ja, immer, sag mir mal. Okay, und so eine Sache braucht Sir Rupert, wenn er schon Teil von Team Bro ist. Ich zeig's dir. Okay. Wow, bin ich gespannt. Frankie, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und zwar präsentiere ich dir Sir Rupert. Niegelnagelneues, erstes, eigenes Auto. Ein Audi R8, oder? Was? Zwar direkt zu seinem Parkplatz. Wow. Kommt das Fett oder kommt das Fett? Baba. Wow. Fucking Sir Rupert hat einen R8. Unsere Maus hat ein Audi R8. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, wir machen das Ding jetzt fertig. Pimpen das noch eine Runde. Beauty Shots. Und dann kommt Sir Rupert rein. Let's go. Ich würde mal sagen, das war eine erfolgreiche Pimp My Folge. Ich meine, das Kino letztes Mal, heute den Mäusekäfig, ist krass. Also ich muss echt sagen, ich bin überrascht, wie gut wir das hinbekommen haben. Und wir wollen im Endeffekt wirklich Sir Rupert nur ein geiles Leben bei uns schenken. Deswegen, Sir Rupert, begrüßt dein neues Zuhause. Ich bin so gespannt, ey. Von einer Hütte zu einem Schloss. Wenn wir hier Sir Rupert live raus. Sir Rupert ist noch ein Baby, deswegen bleibt er immer die ganze Zeit da drin. Ah, da ist er. Oh, hallo Sir Rupert. Hi, ist der Gruß geworden. Ja, Mann, er ist voll gewachsen in den letzten 2 Wochen. Heftig, ne? Oh, wie süß der eigentlich ist. Es ist so krass, dass ohne uns er wahrscheinlich jetzt tot wäre. Ja. Er war so kaputt, als wir ihn gefunden haben. Er lag direkt neben dem Gulli da, hat sich kaum bewegt. An dem Tag waren es 28 Grad. Es war zwar super anstrengend, ich meine, hallo. Wir haben die erste Woche alle 2 Stunden füttern müssen. Ja. Frankie ist in der Nacht aufgestanden, ich bin in der Nacht aufgestanden. Aber irgendwie bin ich glücklich, dass wir das gemacht haben. Ich auch, voll. Ich finde, Sir Rupert hat voll ein schönes Leben verdient, deswegen. Ja. Nice, Sir Rupert. Willst du dein neues Zuhause begrüßen? Bist du ready? Wie transportieren wir dich denn am besten? So, Sir Rupert. Komm, Bro. Da ist er. Oh, nice. Oh, willkommen. Hallo, Sir Rupert. Oh, mein Gott. Er klettert direkt zu seiner Burg. Ich bin richtig gespannt, was der macht. Wo wird er jetzt hingehen? Seine Priorität ist jetzt, ein neues Loch zu finden. Boah, ich frage mich, was er jetzt gerade denkt. Wo gehe ich jetzt hin? Eine neue Welt, neue Gerüche. Oh, Sir Rupert. Hast du schon dein neues Auto abgecheckt?
Guck mal, geil, wie er alles erkundet. Ich glaube, ihm gefällt es hier auf jeden Fall. So, Freunde, Sir Rupert hat sich auf jeden Fall schon irgendwo eingegraben und wir lassen ihm jetzt erstmal seine Ruhe. Am Ende des Tages ist Sir Rupert eine Maus und wir wollen keine Tierquälerei hier betreiben, deswegen ganz entspannt, Sir Rupert lebt sich ein. Folgt mir auf Instagram, dann werde ich versuchen, Sir Rupert immer wieder einzufangen und ihr könnt witzige Stories mit Sir Rupert sehen, deswegen folgt mir auf Instagram. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Freunde, abonniert diesen Channel, aktiviert die Glocke, wenn ihr diesen verrückten Kram nicht verpassen wollt. Team Bro macht keine halben Sachen und hier werden Kindheitsträume wahr. Nice. Schreibt mal in die Kommentare, was wir noch so alles pimpen können. Was können wir pimpen? Also das Kino haben wir gepimpt, wir haben unser Klo mal gepimpt, jetzt haben wir Sir Ruperts Butze gepimpt. Who knows, was man noch alles pimpen kann. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und welche Haustiere hat denn hier die freshe Team Bro Community? Schreibt das mal in die Kommentare. Habt ihr 1, 2, 3, 4 Tiere? Was habt ihr? Ein Hund, eine Katze? Wir haben Frieda und Sir Rupert auf jeden Fall. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Rob Crispy Rob. Remember my name. Ciao. Gonna give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gonna deliver to you. Knock, knock, open up the door and spill. With the non-stop pop out and stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker one.